Und wir kommen zurück von diesem Freitag. Wir haben heute nicht vor zu putzen. Falls ihr verwirrt seid von den Schwammtüchern. Setz mich jetzt kurz mal hier hin. So. Wir sind heute mal auf dem Boden. Aber ich denke, das stört. Genau. Ich habe was ganz Tolles gesehen. Das gehört so ein bisschen zu unserem Segment TikTok-Hacks ausprobieren. Und zwar. Es wird ja jetzt wärmer, es ist Sommer langsam und oder der Sommer kommt auf jeden Fall. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Sommer schon ist. Es ist auf jeden Fall Sommerwetter, sagen wir es einfach so. Und jetzt geht es natürlich los mit, es ist so super heiß, dass ich eigentlich gar nicht klarkomme. Und man eigentlich nur Wasser, einfach nur kaltes Wasser komplett in sich aufnehmen möchte. Und da ist natürlich eine ganz tolle Option, immer Wasser. Jetzt ist es natürlich die Situation, dass es natürlich sehr viel Plastik bedeutet. Also die Luftballons sind ja nun mal aus Plastik. Und man wirft sich ja nicht nur so mit drei Luftballons ab, sondern man wirft sich ja schon manchmal, wenn das so einen ganzen Tag übergeht, mit 20 ab. Oder vielleicht sogar mehr. Und das ist natürlich ein erhöhter Plastikverbrauch. Und da habe ich jetzt auf TikTok halt gesehen, wie man diese Wasserbomben nachhaltig machen kann. Also ich mache das mal kurz auf, deswegen kann ich mal kurz auch zu reden. Sonst wird das, glaube ich, ein bisschen laut. Und zwar, es ist ja die ganze Situation, habt ihr vielleicht gemerkt, Capri-Sonne und Kinderjoy und halt auch im Einkaufsleben, gibt es eben immer weniger Plastiktüten, weil einfach Plastik ist halt gerade in unserer Welt ein Problem. Es verschmutzt die Ozeane, Meerestiere sind davon geprägt, aber natürlich auch wir hier. Und ja, wir versuchen immer weniger, also so wie Unternehmen, aber auch man zu Hause, versucht ja immer weniger von Plastik wegzukommen. So eine Sachen, die sind zum Beispiel auch immer in Plastik eingebeutelt, also da habe ich jetzt auch gar nichts anderes gefunden. Aber natürlich ist es irgendwie auch das jetzt eine Option, das einfach zu verkleinern, die Plastik. Gut, jetzt habe ich hier Plastik, aber das habe ich jetzt einmal und da kommen bestimmt so gute Wasserbomben drauf, die ich auch vielleicht den ganzen Sommer oder 3 Sommer halt benutzen kann. Genau, deswegen wollte ich das heute mal mit euch versuchen. Und würde jetzt auch gleich schon loslegen. Genau, wir brauchen diese Schwämme, die man vielleicht schon sieht. Die riechen auch schon ganz schön nach Putzmittel. Habe ich da irgendwie vorher? Riechen die immer nach Putzmittel? Nee, einfach nur ein Schaumfee. Warum riechst du denn schon nach Putzmittel? Naja. So, aber was ich auf jeden Fall noch mitgeben muss, was ich hier gerade lese, vor dem ersten Gebrauch auf jeden Fall austauschen. Also das könnt ihr natürlich entweder jetzt machen oder wenn ihr die Wasserbombe hergestellt habt und so mache ich das jetzt persönlich. Ich nehme jetzt einfach mal von jeder Farbe ein so ein Ding. So, und dann habe ich auch noch zwei übrig. So. Und dann nehme ich das Gelbe und wir schneiden das jetzt durch. Zerschneiden jetzt dieses Tuch in Streifen. Und hier gibt es ja diese Punkte und ich zähle jetzt einfach immer so gute drei ab und schneide die jetzt erstmal in Streifen. Genau, vielleicht ein bisschen so zu planen, okay, warum schneide ich das jetzt hier in Streifen? Danach werden wir die zusammenknoten mit Gummibändern und das sind halt Tücher, die saugen sich natürlich einfach voll. Die saugen sich komplett mit Wasser voll, bis du ja da einfach so eine eigentlich schon den Inhalt einer Wasserbombe aufgenommen hast. Und wenn du dann natürlich dich selbst oder deine Freunde und deine Familie und so, wenn man da so eine kleine Wasserbombenschlacht macht, dann kriegt man natürlich so ein ja kriegt man das halt so ab, dieses vollgeladene Tuch und dann ist es halt. Es platzt jetzt nicht komplett auseinander wie eine Wasserbombe, aber es gibt auf jeden Fall genauso, bis fast genauso viel Wasser ab, wenn man sich damit abwirft. Und deswegen dachte ich, das wäre hier eine gute Option. Ich bin immer noch überrascht, dass dieses Tuch so stark nach Putzmittel riecht. Wenn ich ganz ehrlich bin, verstehe ich nicht ganz. Aber es stand ja auch, dass man vor dem ersten Waschen es aus spielen, vor dem ersten Benutzen ausspielen soll, vermutlich, weil ja dieser Fixierer vielleicht drin ist oder einfach wie das hergestellt wird. Aber ich werde es an diesem kalten Tage heute auch vermutlich nicht benutzen, weil ich möchte nicht frieren.
Aber definitiv, wenn das Wetter wieder wärmer wird, werde ich das in Anspruch nehmen. So, dann, ich mache das jetzt bei dem Tuch einfach genau gleich, also immer so drei rein. Also so drei, eins, zwei, drei Punkte. Und dann, ja, das wäre schön, wenn du schneidest, danke. Dann einfach durch. Glaube ich, ja, okay, jetzt habe ich mich gerade erzählt, aber ist halt schön. So. Also wie mit der Karte ist das jetzt, da habe ich glaube ich auch schon erzählt, als ich diese Karte mit den Herzen gebastelt habe, das Schneiden für mich eine sehr schwierige, nicht schwierige, aber sehr, ja, so auf eine Art langweilige Aufgabe ist. Das ist so ein Prozess, wo ich bin so, oh, da würde ich gerne schnitzen und es schon fertig haben. Aber für viele ist es ja auch vielleicht entspannt. Vielleicht wirkt das entspannend auf viele. So wie für mich Zeichnen und Malen. Wenn ich eine ganze Seite einfach nur mit so einem Stift ausmalen könnte, wäre ich extremst ruhig. Aber muss ich hier irgendwie was Streifen schneiden? Da wird es bei mir um. So, und jetzt kommt das Grün. So. So. Aber, also ich finde, also es riecht zwar sehr stark mit Putzmitteln, aber ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Ich bin so ein, also es gibt ja Menschen, die mögen zum Beispiel, wenn es nach Keller riecht. Da bin ich jetzt, stehe ich jetzt nicht so mit meinem ganzen Körper dahinter. Da hört es bei mir eher, finde ich nicht so lecker. Oder manche mögen ja auch den Geruch so von der Tankstelle und so. Also es gibt ja viele Menschen, die halt verschiedene Gerüche einfach angenehm finden und andere, die das nicht komplett eklig finden. Und so Waschmittel, Spüli und sowas, das ist halt so ein Geruch, den empfinde ich halt überhaupt nicht störend. Also ich finde das ja ein bisschen toll. Deswegen habe ich mich ein bisschen gefreut, als ich die Tüte aufgemacht habe und das nach Putzmittel gerochen hat. Aber dann habe ich natürlich gedacht, okay, warum riecht das jetzt schon nach Putzmittel? Ich habe es ja gerade mal aufgemacht. Aber ich muss es ja eh waschen. So, jetzt finde ich meine Hände auf jeden Fall schon schön. So, jetzt habe ich gleich geschreibt. Und ich werde ja ungefähr die gleichen Streifen ausgeschnitten haben, vermutlich, weil ich habe ja die Tücher alle in so drei Streifen zusammengepackt. Und ich würde mir jetzt einfach immer zwei von einer Farbe nehmen und die dann so ein bisschen, ja, zusammenpacken halt. So ein bisschen so in so einem Stern formen. So. Ja, und dann werde ich das jetzt mit, nehme ich hier diese normale Gummis. Und was passt denn jetzt hier perfekt? Grün oder gelb? Ich finde gelb passt. Dann werde ich das jetzt einfach so nehmen. Hoffentlich. Und einfach jetzt so zusammenbinden. In irgendeiner Reihenfolge. Es hat jetzt keinen bestimmten, okay, ich gehe immer über die gleiche Stelle, sondern ich packe, hallo. Sondern ich ziehe das jetzt einfach hier über irgendwelche Strähnen drüber. Nude das so ein bisschen, merke ich gerade. Aber das ist ja auch gut. So, durch da. So, und jetzt haben wir hier schon mal so eine kleine Kugel. Ich versuche das jetzt noch mal ein bisschen förmlich zu machen. Oder zu verformen. Förmlich ist ja auch wieder was anderes. So. 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 Jetzt haben wir hier schon mal so einen kleinen Stern. Es ist natürlich jetzt schade, ich habe jetzt hier nicht Wasser mit, weil ich bin heute in einem anderen Raum und ich habe wegen der Technik immer so ein bisschen Bange. Habe ich jetzt kein Wasser leider mit, aber wenn ihr so einen Schwamm zu Hause habt, so, dann könnt ihr das ja schon voll saugen und ihr merkt ja, wie viel Wasser dann da drauf kommt. Und jetzt haben wir ja ungefähr auch so einen Teil von dem Tuch. Und ja, das wäre der erste. Ich würde jetzt einfach weitermachen, um verschiedene Techniken auszuprobieren, wie ich das denn zusammenbinden kann, damit es irgendwie am besten für mich aussieht. Das würde ich jetzt einfach nochmal ausprobieren. Wenn ich dann. So, und jetzt versuche ich das einfach so und dann vielleicht dann nochmal drehen. So, und jetzt ziehe ich das einfach ein paar Mal drüber. So, jetzt habe ich das so. Und jetzt würde ich das vielleicht einfach drehen. Ein bisschen. Könnte ja auch ein gutes Ergebnis geben. Also ich probiere mich hier jetzt auch einfach mal aus.
wie das so am besten für mich halt ja, aussehen könnte. So, da. So. So. Ja. Ist ja schon mal ein Ideechen wert, ja. Jetzt kriege ich meine Hände bestimmt gleich noch ganz verschnitten. Na, jetzt habe ich es ja irgendwie normal gemacht. Einfach noch mal ein bisschen drehen und fuchsen. So. Nummer zwei. Was haben wir denn eben unten? Grün. Und jetzt pink nach unten. Ich glaube, nicht, dass jetzt einfach so was. Also wie gesagt, ich probiere mich jetzt hier einfach aus und gucke, was mir am besten passt. Könnt ihr zu Hause natürlich auch machen. Also zu schauen, okay, ich zeige euch ja so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt und was ihr dann damit macht, ist natürlich komplett eure Sache. Also falls ihr seht, wie ich das knote und denkt, nee, so finde ich das nicht schön, ich würde das lieber so und so machen, dann macht das natürlich. Also da seid ihr natürlich nicht an diese eine Anleitung gebunden, die ich euch zeige, sondern ihr könnt daraus machen, ja, was ihr wollt. Also wie ihr das macht, ist natürlich immer euch überlassen. Oder ob ihr es natürlich auch macht. Aber ja, ich finde es halt eine gute Alternative, um halt den Plastikverbrauch auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen einzusparen. Oder auch auf jeden Fall auf einer Sache weiterhin einzusparen. So, die hat mir jetzt am wenigsten gefallen, die Methode. Ich glaube, die hier hat mir am besten gefallen, als ich die einfach nur aufeinander gelegt habe und dann einfach auseinandergezogen habe. Deswegen mache ich, glaube ich, mit dem Rest. Oh, warum habe ich denn vier pinke? Drei Bühne. Ich meine jetzt. Ja, zwei. Ja, das passt. So, dann lege ich die jetzt einfach wieder aufeinander. Und knote die zusammen. So. Das war aber ein bisschen schnell, lieber. So. Und nochmal. So, und jetzt am besten möchte ich, dass ihr auf einer Stelle seid. So. So. Das Gefühl ist aber echt toll. So. Nummer 3 oder 4 schon? 1, 2, auch 4 schon. Okay, und jetzt kommt das letzte. Und dann habe ich 5 Wasserbomben. Komm, das können wir jetzt hier einkesseln in der Mitte. So. Oder mache ich das so? Ja, das finde ich schöner. Wie so ein kleiner Burger. Burger von. So, jetzt auch wieder rüber, bitte, rüber, danke. So, ja, das reicht jetzt mal. Und dann ziehe ich das wieder hier zurecht. Diesmal haben wir ja nur 4, da wollen wir ja mal 6. Deswegen wird das ja so ein kleiner Wurz. Kleine Wasserbombe. Kann ich auch ein bisschen drehen, macht ja jetzt auch nichts Schönes. So, jetzt liegt meine Hand in der Putzhülle. Aber, rutsch. So, jetzt habe ich 5 wunderbare Wasserbomben. Die ich dann mit Wasser auffüllen kann. Und wenn ich die werfe, gibt es ein lautes Wasserplatsch. Was ich jetzt leider nicht machen kann, weil die Technik mit mir auf dem Boden steht. Aber ja, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und ich kann es auf jeden Fall ja nochmal in einem anderen Video, kommenden Video erwähnen, wie es dann im Endeffekt war. Aber ich werde diese auf jeden Fall mit nach Hause nehmen. Und falls es dann wirklich wieder so heiß wird, wie es, wann war das denn? Letzte Woche oder vorletzte Woche? Ich glaube vorletzte Woche. Wie es vorletzte Woche war, dann brauche ich die. Ich glaube, das wird jetzt überall mit mir mitkommen. Einfach so eine Wasserbombe to go. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Option. Und wenn man dann wirklich so ein lautes Wasserplatsch hat, wird es, glaube ich, mit so richtig eiskaltem Wasser, wird es richtig gut tun. Also ich
freue mich auf jeden Fall. Das packe ich jetzt mal hin. Ja, wie gesagt, also wie es dann genau ist mit so einem lauten Schwamm-Wasserplatsch in meinem Gesicht, kann ich euch dann, wie gesagt, in einem späteren Video, wenn ich es ausprobiere, zeigen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und ich stehe schon mal auf, ich muss zum Computer rübergehen. Aber ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffe, ihr könnt es genießen und würde mich jetzt würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Tschüss, schönen Tag noch.